Meine lieben Zuschauerinnen und lieben Zuschauer, ich begrüße Sie zu meinem YouTube-Kanal Elektrotechnik Basis 123. In dieser Videoaufnahme werde ich Ihnen erklären, wie wir den Leiterwiderstand von einer Leitung oder von einem Kabel berechnen. Bitte schauen Sie jetzt die Videoaufnahme genauer an. Wir wissen, was ein elektrischer Widerstand ist. Und ich zeige Ihnen jetzt mit dem Mauszeiger den elektrischen Widerstand auf einer Platine. Wir sehen hier eine Platine von einem Badlüfter, der aus einem Badlüfter ausgebaut wurde. Auf dieser Platine, die wir hier in der Videoaufnahme sehen, sind elektrische Widerstände eingelötet. Und zwar hier. Hier ist ein elektrischer Widerstand, hier und hier. Also die drei hier. Auf jeder Platine, die in elektrischen Geräten eingebaut sind, finden wir eingelötete elektrische Widerstände. Aber wissen Sie, dass jedes Leitungsader einer Leitung, also diese Leitungsader meine ich hier, die, einen elektrischen Widerstand hat und als Leiterwiderstand genannt wird. Es ist wichtig, diesen zu kennen, denn erstens, dieser Leiterwiderstand bewirkt Leistungsverluste in unseren Stromkreisen. Denn je größer der Leiterwiderstand ist, desto größer sind die Leistungsverluste in unseren Stromkreisen. Die Leistungsverluste sind durch das starke Erwärmen der Leitungen erkennbar. Wenn die Sicherung von unserem Stromkreis nicht auslöst, also den Stromkreis nicht unterbricht, erwärmen sich die Leitungen so stark, dass sie anfangen zu brennen. Die Verlustenergie einer Leitung berechnen wir mit der Formel PV ist gleich I² multipliziert R. Dabei ist I der Betriebsstrom, der in unserer Leitung fließt. Und R ist der Leiterwiderstand unserer Leitung. Außerdem, zweitens ist es wichtig, dass der Leiterwiderstand klein genug ist, damit beim Kurzschlussfall in unserer Elektroinstallation die Sicherung den Kurzschlussstrom erkennt und den Stromkreis sofort unterbricht, bevor ein Brand in unserer Elektroinstallation entsteht. Jetzt ist die Frage, wie berechnen wir den Leiterwiderstand einer Leitung? Und zwar damit ist gemeint, nur für eine Leitungsader in der Leitung. Bitte schauen Sie jetzt die Videoaufnahme genauer an. Hier zum Beispiel ist ein Kupferleiter, also eine Leitungsader aus Kupfer. Könnte auch aus einem anderen Material, aus einem anderen Metall sein. Aber wir nehmen mal hier das häufigste angewendete Leitungswerkstoff an. Das wäre hier jetzt hier Kupfer. Die entscheidende Frage für uns ist, von welchen physikalischen Größen, also von welchen Parametern, hängt nun der Leiterwiderstand ab? Bitte schauen Sie jetzt die Videoaufnahme genauer an. Wir können eindeutig sagen, also vom Leiterwerkstoff, also ob es Kupfer ist, Silber ist, Aluminium ist, dann vom Leitungsaderlänge, hier L, und von der Fläche der Leitungsader. Also von der Querschnittsfläche der Leitungsader, Q, hier. Zum Beispiel, wenn wir jetzt für unsere Elektroinstallation eine NYM-J-Leitung 3 x 1,5 mm Quadrat verlegen, für unsere Elektroinstallation, dann wäre die Querschnittsfläche der Leitungsader, der einen Leitungsader, 1,5 mm Quadrat.
dann müssten wir für die Querschnittsfläche in der Formel für die Berechnung von dem Leiterwiderstand für Q, also bitte schauen Sie jetzt die Videoaufnahmen genauer an, also für Q müssten wir dann 1,5 mm Quadrat einsetzen. Für die Berücksichtigung des gewählten Leiterwerkstoffes wird in die Formel von Leiterwiderstandsberechnung der spezifische Widerstand des Leiterwerkstoffes eingesetzt. Der spezifische Widerstand eines Leiterwerkstoffes, allgemein gesagt, ist der Widerstand einer Leiterader von der Länge 1 Meter und von der Querschnittsfläche Q von 1 Millimeter Quadrat bei einer Umgebungstemperatur von 20 Grad. Bitte schauen Sie die Videoaufnahme jetzt genauer an. Der spezifische Widerstand Rho hat die Einheit Ohm multipliziert Millimeter Quadrat dividiert Meter. Wenn der spezifische Widerstand für das Erdreich angegeben wird, dann verwenden wir die Einheit Ohm multipliziert Meter. Für Isolierstoffe verwenden wir die Einheit Ohm multipliziert Zentimeter. Der Kehrwert des spezifischen Widerstandes eines Leiterwerkstoffes ist die Leitfähigkeit. Bitte schauen Sie die Videoaufnahme jetzt genauer an. Wie schon gesagt, der Kehrwert des spezifischen Widerstandes ist die Leitfähigkeit Kappa, also der spezifische Leitwert. Hier. Kappa, die Leitfähigkeit ist gleich 1 durch Rho, der spezifische Widerstand. Rho. In der Elektrotechnik wird vor allem mit der Leitfähigkeitsformel, also mit dem spezifischen Leitwert, der Leiterwiderstand berechnet. Weil die Leitfähigkeitszahl, also der spezifische Leitwert, für die einzelnen Leiterwerkstoffe, also für diese Metalle, sehr gut merkbar, einprägbar und berechnbar ist. Die Einheit für die Leitfähigkeit oder den spezifischen Leitwert Kappa ist gleich, also hier bitte schauen Sie jetzt die Videoaufnahme genauer an. Also Kappa ist dann gleich der spezifische Leitwert Meter dividiert Ohm mal Millimeter Quadrat oder 1 durch Ohm mal Meter. Ich gebe Ihnen mal ein paar konstante Zahlen für die Leitfähigkeit, also für den spezifischen Leitwert, für einige Metalle, die wir in der Praxis als Leiterwerkstoff verwenden, an. Und zwar für Silber ist Kappa 63 Meter durch Ohm mal Millimeter Quadrat. Aluminium ist Kappa 35 Meter dividiert Ohm mal Millimeter Quadrat. Und Kupfer ist Kappa 56 Meter dividiert Ohm mal Millimeter Quadrat. Diese Zahlen für die Leitfähigkeit oder für den spezifischen Leitwert, aber auch für den spezifischen Widerstand sind feste Zahlen, also Konstanten. Diese können wir aus den Tabellen in der Elektrotechnik Fachbüchern für verschiedene Leiterwerkstoffe raus entnehmen. Die spezifischen Widerstände, also der spezifische Widerstand für die verschiedenen Leiterwerkstoffe, haben Zahlenwerte wie 0, und so weiter. Mit der Einheit Ohm mal Millimeter Quadrat dividiert Meter. Diese Zahlen, diese konstanten Zahlen, sollten Sie nicht auswendig lernen, sondern entnehmen Sie einfach aus den Elektrotechnik-Fachbüchern heraus. Warum die Leitfähigkeit der Leiterwerkstoffe unterschiedliche Zahlenwerte, also unterschiedliche konstante Zahlenwerte besitzen, liegt daran, dass sie mehr oder weniger freie Elektronen pro Volumeneinheit haben.
Zum Beispiel besitzt Silber mehr freie Elektronen pro Volumeneinheit als Kupfer. Deshalb hat Silber eine Leitfähigkeit, also den spezifischen Leitwert von 63 Meter dividiert Ohm mal Millimeter Quadrat und Kupfer hat 56 Meter durch Ohm mal Millimeter Quadrat. So können wir uns erklären, aber entscheidender Punkt ist hier auch die Wirtschaftlichkeit, ob wir eine Leitung mit Silberleiterwerkstoff nehmen oder Kupfer. Natürlich wäre hier Kupfer preiswerter als Leiterwerkstoff als Silber. Meine lieben Zuschauer, ich möchte Ihnen jetzt angeben, mit welchen zwei Formeln wir den Leiterwiderstand berechnen können. Und zwar, wenn der spezifische Widerstand vom Leiterwerkstoff bekannt ist, dann können wir den Leiterwiderstand mit der folgenden Gleichung berechnen. Bitte schauen Sie sich jetzt die Videoaufnahme genauer an. Und zwar, der Leiterwiderstand R ist gleich Rho multipliziert L dividiert Q. Dabei ist Q der Leiterquerschnitt, die Leiterquerschnittsfläche. L ist die Leiterlänge und Rho ist der spezifische Widerstand. Wenn uns der spezifische Leitwert von dem Leiterwerkstoff bekannt ist, also die Leitfähigkeit vom Leiterwerkstoff bekannt ist, können wir den Leiterwiderstand mit der folgenden zweiten Gleichung berechnen. Bitte schauen Sie sich jetzt die Videoaufnahme genauer an. Und zwar, der Leiterwiderstand R ist gleich L durch Kappa durch Q. Dabei ist L die Leiterlänge, Kappa ist der spezifische Leitwert und Q ist die Querschnittsfläche des Leiters, der Leitungsader. Meine lieben Zuschauer, mit diesen beiden Gleichungen können Sie den Leiterwiderstand einer Leitung berechnen. Meine lieben Zuschauer, ich möchte Ihnen weitere zwei Informationen zum elektrischen Widerstand von Leitern einer Leitung geben. Der erste Punkt wäre, wie verhält sich der elektrische Widerstand von reinen Metallen bei Erwärmung? Die Antwort dazu ist, der elektrische Widerstand reiner Metalle, also von unserem Leiterwiderstand, meinen wir, wird größer bei Temperaturerhöhung. Sie leiten den elektrischen Strom im kalten Zustand besser als im warmen Zustand. Dabei spielt vor allem auch die Umgebungstemperatur eine entscheidende Rolle, weil sie die Erwärmung von reinen Metallen nach außen abgibt. Deshalb ist die Umgebungstemperatur auch ein entscheidender Faktor. Reine Metalle, also unser elektrischer Leiter, sind Kaltleiter, weil sie im kalten Zustand besser den elektrischen Strom leiten. Die zweite wichtige Information, die ich hier auch noch erwähnen möchte, ist, der spezifische Leitwert wird auch mit dem griechischen Buchstaben Gamma angegeben. Gamma ist dann auch gleich unser Kappa in unserer Gleichung. Die Querschnittsfläche wird auch mit dem Buchstaben A angegeben. A ist auch gleich Q in unserer Gleichung, in der oberen Gleichung. In den beiden Gleichungen Q wäre dann auch A. Meine lieben Zuschauer, hier setzen wir ein Komma zum Leiterwiderstand. In weiteren Videos, die ich hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen werde, erkläre ich Ihnen noch viele Besonderheiten von elektrischen Widerständen in der Elektrotechnik. Ich empfehle Ihnen, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, denn es werden noch viele Videos zum Fachgebiet Elektrotechnik, in der Elektroinstallation, in der Elektronik, in der Vorstellung von Retro- und neu elektrischen Geräten
und vielen weiteren Themenbereichen in der Elektrotechnik hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Bleiben Sie auf meinem YouTube-Kanal aktuell. Das Abonnieren von meinem YouTube-Kanal ist für alle Zuschauer kostenlos. Bewerten Sie auch diese Videoaufnahme. Wenn Ihnen in dieser Videoaufnahme etwas aufgefallen ist oder Sie möchten einfach was zum elektrischen Widerstand etwas sagen, dann würde ich mich darüber freuen, wenn Sie unter diesem Video im Kommentarbereich Ihre Kommentare aufschreiben. Ich wünsche Ihnen noch gesunde und erfolgreiche Tage. Auf Wiedersehen!